der Kampf verloren. Der Sieg ist immer noch greifbar. Das Stundenglas ist fast zu weit. Du wirst Liu Kangs Eingreifen verhindern, aber du wirst weitere Hilfe benötigen. Was auch passiert, es ist mir eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Mir auch, Liu Kang. Mir auch, Bruder. Mögen die Götterältesten uns schützen. Vorteil einer Neuerung. Doch sie kommt etwas zu spät. Jinsei des Erdenreichs durchströmt dich. Entfache damit dein Feuer. Ich will dir nicht schaden. Mir schaden? Du hast mich bereits getötet. Mein Schicksal war besiegelt, als ich mich dir an Raidens Seite anschloss. Diesen Fehler wiederhole ich in der neuen Ära nicht. Fight. So, jetzt bin ich mal gespannt. Feuergott Liu Kang. Alter, hört sich ja geil an, ne? Aber was kann der jetzt anders? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht mal, was er so kann. Oh, das war ziemlich krass. Hä, aber normal kann man den, glaube ich, nicht spielen, ne? Das wäre auch zu heftig, wahrscheinlich, ja. Ich verliere trotzdem. Okay. Alles klar. Ich stehe auf und sie haut mich halt schon wieder tot, Mann. Alles klar jetzt. Ja, sieht echt schlecht aus gerade.
Merke ich schon. Ich glaube, was hat die jetzt geworfen? Okay, er kann ziemlich viel. Chinesischer Krieger hört sich gut an. Mehr Kombos hat er nicht. Warte, was? Oh, ja, das war der. Den mag ich, der ist echt cool. Ja, natürlich, ich... Ja, ein bisschen zum Kotzen finde ich das ja schon, ne? Die CPU dürfte das nicht einsetzen. Das wäre besser. Hm. Das mag ich. Aber sie kann auch irgendwie andere Sachen, wie als ich das kenne. Keine Ahnung. Wie mache ich nochmal den anderen? Ah, ich glaube, ich habe ihn. Das war der. Ne, das ist der auch nicht. Ja, wieso? Willst du mich jetzt verarschen oder was? Okay. Ist ja gut. Ja, leck mich doch im Arsch. Ah, das ist der, den ich gesucht habe. Ich kann wieder nichts machen. Ich treffe halt gar keinen. Und ja, dann werde ich halb zerstört. Unsere Verbindung war kein Fehler. Du und dein aufgeblasenes Ego. Ich habe nicht darum gebeten. Es wurde mir aufgedrängt. Ich hätte es sein sollen, Liu Kang, von Anfang an. Und dann Chronika werde ich es sein. Fight! Die Sache ist, wegen dieser Chronika können die halt auch alle noch so ein bisschen anderen Shit, ne? Ob er das blockt, stirb jetzt. Stirb doch. Mann, Mann. Was kann ich damit machen? Also, nee, warte. Wenn ich das mache, was ist dann? Ich weiß es nicht. Du lebst ja immer noch. Ja, Chronika. Du hast zu Recht meine und Raidens vereinten Kräfte gefürchtet. Die Macht eines Halbgotts kommt nicht an die eines Götterältesten heran. Cetrion! Wie du wünschst, Mutter. Bei der Sache bist, Cetrion. Du kämpfst für den Traum deiner Mutter. Doch als Göttin der Tugend
Weißt du, dass ihr Gleichgewicht einfach Irrsinn ist? Hör auf mich, Cetrion. Er teilt nicht unsere Vision und Weisheit. Bitte. Die Reiche zu einem endlosen Krieg zu verdammen, damit ist niemandem gedient. Ich muss dem Willen meiner Mutter gehorchen, Liu Kang. Ich kann sie nicht enttäuschen. Natürlich. Dann kriegst du erstmal den hier. Ne, warte. Wie war der noch? Scheiße, ich hab das schon wieder vergessen. Ach Mann, entspann dich doch. Ich hab gesagt, entspann dich. Ach, das war... Ich bin so dumm, ich mach... Alter, was geht denn jetzt mit der ab, Mann? Den hier wollte ich machen. Die ganze Zeit. Aber ich wusste nicht mehr, was es war. Ich habe sie nur gegriffen und sie ist schon vom Greifen gestorben eigentlich. Das auch noch. Ah ja gut, ich überlebe das auf jeden Fall. Ah, die Hälfte vielleicht. Ja, sieht gute Hälfte aus. Ach komm. Und das war's. Arm. Dein Herz trügt dich, Cetrion. Ich bin gescheitert. Liebste Cetrion, du hast dich gut geschlagen. Doch es gibt noch etwas, das du für mich erledigen musst. Ja, Mutter. Ich verstehe. Die Reiche, wie du sie kanntest, sind fort. Ausgelöscht. Du kannst keine Zukunft retten, die es nicht mehr gibt. Es gibt nur noch die neue Ära. Oh shit, wir dürfen gegen sie kämpfen. Aber ich fand das sehr gut, wie er No gerufen hat und ich Nein. Ja, das war schon ziemlich... Ah, alles klar. Ah, sie geht halt richtig ab. Aber konnte man sie jetzt schon spielen? Ich glaube, das ging gar nicht, ne? Okay, sie geht. Okay, es ist zwar der letzte Kampf. Final Boss mäßig und so, aber das ist mir schon ein bisschen zu krass hier, was sie macht. Hat sie gerade einen Dinosaurier geholt? Also war sie das, oder? Kann sie nicht alles blocken, bitte? Wie soll ich das gewinnen? Ich habe nicht mal die Hälfte von ihr Shit abgezogen. Und sie teleportiert sich die ganze Zeit hin und her, Mann. Wie, was? Wie, wir besiegen sie halb und müssen dann nochmal gegen komplett Jackie Briggs machen? Ohne Schmerz kein Lohn. Ach nee, warte, wir haben schon einen Balken bei ihr. Nee, sie hat einen Balken. What?
zum Anbeginn der Zeit. Hier endet und beginnt die Geschichte von neuem. Ein neues Zeitalter bricht an. Ich hatte die Absicht, dein Schicksal intakt zu lassen, Liu Kang. Doch Raiden machte dich unsterblich. Jetzt muss ich mich deiner annehmen. Fight. Hä, ich check's halt gerade echt nicht, was hier abgeht, Mann. Guck mal, wie viel Schaden die mir macht. Sie hat mit einer Combo das gemacht, was ich ihr mit 5 Combos gemacht habe, Alter. Ja, das ist, ich weiß nicht, das ist ein bisschen lächerlich. So, zu wem wird sie jetzt? Schon wieder zu Jackie Briggs, okay. Ja, übertreib halt. Wie, jetzt wird sie wieder zu Kron... Oh mein Gott. Hä, ich hab mein... Fatal Blow eingesetzt. Lass die neue Ära beginnen. Es gibt nur noch die neue Ära. Shit, das könnte jetzt ziemlich anstrengend werden. Wie soll man das schaffen? Jetzt mal ohne Witz. Ich kenne die ganzen Sachen ja immer noch nicht. Gibt es hier irgendwas? Vielleicht noch was... Voll krass ist so. Spezialaktion, Finisher, ja, bringt mir alles nichts, ne? Fähigkeiten, okay. Drachenparade. Nö, ist irgendwie alles nicht so... Ja, wenn ich das schon wieder sehe, ne? Guckt euch, ich kann dann, das ist doch lächerlich, Digga. Jetzt weiß ich aber, wie ich mich teleporten kann. Ja, sie macht einfach unfairen Shit, macht sie. Guckt euch das doch an. Das ist einfach lächerlich. Wie soll ich das machen? Ich kann das so weitermachen. Jetzt hat sie geklappt. Ja, ich keine Ahnung. Was mache ich, wenn ich das nicht schaffe? Muss ich ja schneiden. Die übertreibt halt aber auch komplett mit ihren Scheiß. Ey, man hat keine Chance. Ich kann nicht mal aufstehen und irgendwas machen. Ich habe so wenig Leben, wie soll ich das jetzt gegen den schaffen? Und wenn ich den besiegt habe, dann hat Kronika noch die Hälfte des Lebens. Ich weiß nicht, irgendwie ist es sehr merkwürdig. Das ist einfach nur total Schwachsinn. Einfach, ja, überspringen. Ich kann überspringen, oh mein Gott. Okay, muss ich vielleicht doch nicht... so früh schneiden, den können wir noch ein paar Mal probieren. Aber hä, das ist echt krank, Mann.
Ich will eigentlich nicht schneiden. Es gibt nur noch die neue Ära. Fight. Okay, das ist ein sehr guter Start. Oh mein Gott. Jetzt Johnny Cage natürlich, immer wer anders. Ja, okay. Du bist scheiße, bist du. Ja, und dann macht sie die Zeit zurück und kann mich nochmal treffen. Das ist halt komplett Müll. Also das ist halt komplett behindert. Wieso kann sie alles blocken? Ja, wahrscheinlich. Ich hatte... Das hat getroffen. Mann, ist das zum Kotzen, Alter. Nee, man kann es doch nicht skippen. Jetzt kann ich skippen. Warum jetzt? Ja, wahrscheinlich. Alter, ich hab der so gut Schaden gemacht und dann. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, und die Zeit zurück und mir noch meinen reindrücken. Das ist so lächerlich, Alter. Hm, ja. Nimm halt das an, was ich eingebe. Die blocken halt alles ab, was ich mache, Mann. Das kann doch nicht sein. Oh Gott. Mit dir oder ohne dich. Ich stelle die Zeitlinie wieder her. Den Sand der Zeit zu formen erfordert eine große Macht und großes Können. Du hast nichts davon, Liu Kang. Du magst ein Gott sein, doch ich bin ein Titan. Fight. Ja, wahrscheinlich. Die Sache ist, kann sie das jetzt nochmal? Also muss man sie nochmal so gesehen zweimal besiegen? Das ist doch echt zum Kotzen. Ja, natürlich muss man sie wieder 5 besiegen. Aber es will wieder zu Johnny Cage, okay. Wahrscheinlich, oder? Das werde ich, glaube ich, nicht schaffen. Wieso bringt es nichts, wenn man das macht? Das finde ich irgendwie auch sehr lächerlich. Ach, oder hat sie es geblockt? Ich glaube ja. Nein, bitte nicht. Oh Mann. Mit einer Kombo ein Viertel meiner Leben weg. Es gibt nur noch die neue Ära. Fight.
eine sehr gute erste Runde von mir. Muss man ja mal sagen. Die Reiche werden nicht in deinen endlosen Kriegen kämpfen. Bekämpfe mich weiter und deine Freunde sind verloren. Sie haben keine Zukunft, die nicht ich erschaffe. Die Zukunft, die du bietest, ist nicht lebenswert. Sie wird niemals eintreten. Fight. Okay, wir haben noch recht gut Leben. Und jetzt sind wir schon bei der Phase. Vielleicht verwandelt sie sich nochmal, wer weiß. Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Und wir haben noch unseren Fatal-Dings, wenn er mal irgendwie treffen würde. Nö, es trifft einfach nicht. Ich glaube, man kann es nicht einsetzen gegen die. Ich glaube, ich verliere die Runde. Unser Werk hier ist getan, Liu Kang. Lord Raiden. Ab jetzt nur noch Raiden. Du hast dich als würdig erwiesen, meinen Platz als neuer Beschützer des Erdenreichs einzunehmen, Lord Liu Kang. Und was machen wir nun? Du kannst jetzt den Sand der Zeit formen. Du musst das Stundenglas zurück zum Anbeginn der Zeit bringen und eine neue Geschichte erschaffen. Eine bessere. Das Schicksal aller Reiche in meinen Händen? Raiden, das schaffe ich nicht allein. Ja, du wirst jemanden brauchen, mit dem du die Ionen verbringen kannst. Kitana. Eure Schicksale waren immer miteinander verwoben. Wir sind in weiter Vergangenheit. Aber nicht so weit, dass ich sie nicht erreiche. Kehre mit ihr zum Anbeginn der Zeit zurück. Forme den Sand des Stundenglases zu einer besseren Zukunft. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. In der nächsten Zeitlinie. Dann sage ich nicht Lebewohl. Bereit. Ja. Doch egal, wie wir den Sand formen, wir können nicht für alle Eventualitäten sorgen. Die Sterblichen treffen eigene Entscheidungen. Neue Übel werden aufkommen. Jedes Reich muss sein eigenes Schicksal wählen. Wir werden uns dem gemeinsam stellen. Ja, und damit war's das. Oh, da zeigen sie nochmal ein paar Fatalities anscheinend. Im Hintergrund, während die Credits laufen. Ja, was soll man sagen? Also, dass Raiden seine Kräfte, kann man das so sagen? Ich denke schon, dass er seine Kräfte abgibt, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber finde ich eigentlich ziemlich geil. Ich meine, Lord Liu Kang, jetzt müssen ja mal irgendwann auch mal was Neues ins Spiel bringen, ne?
Und das ist, denke ich mal, was ganz Gutes. Also das war schon mal sowas, was ich echt nicht erwartet hätte. Aber ja, wie gesagt, finde ich nicht schlecht. Dann, ja, mit Kitana, die Zeit, neue Zeitlinie erschaffen war schon klar. Also man konnte sich's denken. Ich weiß nicht, wie das so vor dem 11. Teil war mit der Story, aber allein schon in dem 11. Teil hat man halt gemerkt, dass die beiden so, ne? Dass die beiden sowas haben. Wie gesagt, keine Ahnung, wie es vorher war, aber hat man schon gemerkt. Und man hätte sich schon denken können, dass er Kitana sagt. Ich bin ja auf jeden Fall gespannt, wie es denn mal weitergehen wird, wenn 12. Teil kommt. Wird auf jeden Fall krass, denke ich mal. So von der Story her. Die hat mir jetzt auch sehr gut gefallen. Die war brutal schwer, obwohl ich nur auf normal gespielt habe. Vor allem jetzt der letzte Kampf. Klar, man kann immer mal einen Kampf verlieren, denke ich. Auch auf normal. Ich meine, ich bin ja eigentlich, ja, Anfänger kann man sagen. Also ich würde mich, ja gut, vielleicht Anfänger nicht mehr, ne? Aber auf jeden Fall noch nicht fortgeschritten. So viel kann man, denke ich mal, sagen. Und auf normal ist das schon brutal schwer. Also der letzte Kampf war schon krass. War schon echt verdammt schwer. Ich glaube, ich kenne auch jemanden, der hat auf normal angefangen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber ich glaube, der hat auf normal angefangen und hat dann eine Stufe runtergestellt. Aber vielleicht hat er auch gleich. Ich weiß, was kommt unter normal? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da kommen noch zwei drunter, ne? Einfach und sehr einfach, glaube ich. Ich glaube, der hat auf einfach. Entweder hat er direkt von einfach gespielt oder nach dem zweiten Kapitel oder so hat er auf einfach runtergestellt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Was natürlich jetzt auch nichts Schlimmes ist, aber das sagt nochmal sowas aus, ne? Der ist jetzt auch nicht so der krasseste Spieler, ist auch mehr Anfänger als fortgeschritten. Man muss das Spiel schon echt drauf haben. Ja, was kann man noch sagen? Also, klar, Musik gab es jetzt auch nicht so viel, was man zu sagen kann. Also, Grafik natürlich bombastisch. Auch die Zwischensequenzen, ich meine, das ist ja mit Warner Bros. Ist ja, ne, Filme und so sind ja viel von Warner Bros., was man so kennt. Und ja, das ist einfach heftig gemacht, ne? Sieht einfach gut aus. Ist einfach cool gemacht und ja. Gibt's nichts zu meckern eigentlich, ne? Also, was mir jetzt so spontan einfällt, gibt es nichts. Vielleicht, wenn man so genauer hinguckt, gibt es bestimmt immer ein paar Kleinigkeiten, worüber man meckern kann. Aber so jetzt eigentlich nicht. Ja, Story war, wie gesagt, einfach geil. War gut zu spielen, also gut sich anzugucken, weil, naja, ich glaube, ich habe jetzt, das waren, ich glaube, vier Aufnahmen mit immer so also 1,5 Stunden, die ich gemacht habe, also so 9 Stunden, wovon ich bestimmt 7 einfach nur zugeguckt habe und 2 wahrscheinlich gespielt habe. Aber es war einfach geil, hat Spaß gebracht, einfach auch nur zuzugucken. Ich meine, es ist auch mal entspannt, ne? Leichter kann man halt ein Let's Play nicht machen. Einfach nur Cutscenes gucken. Ja, moin. Ja, was wird noch kommen? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich hatte mal so überlegt, ein paar Kämpfe mit, ja, mit, keine Ahnung, Freunden, also Leute, die man kennt. Und vielleicht auch mal ein paar Online-Kämpfe, aber online kriegt man wahrscheinlich so absolut hart auf die Fresse. Deswegen will ich mich online eher fernhalten, denke ich mal. Wir könnten vielleicht noch so ein paar Türme, also es ist ja auch offline, ein paar Türme oder Krypta, weiß ich nicht, was da alles gibt. Aber da können wir auch vielleicht auch noch mal reingucken. Also vielleicht wird noch was kommen. Story ist jetzt, ne, abgeschlossen und sagen wir erstmal, wir ziehen hier einen Strich, ne, einen Abschlussstrich. Und wenn noch was kommen sollte, dann habe ich mir da schon was recht gut überlegt, denke ich mal. Und mache nicht einfach nur stumpf irgendwas, damit irgendwas kommt. Bevor irgendwas kommt, kommt gar nichts. Ja? Davon kann man, denke ich mal, ausgehen. Die Credits lasse ich durchlaufen. Es gab noch ein paar Fatalities, die sind jetzt aber schon durch. Es gab nicht alle auf jeden Fall. Ja, ich lasse sie durchlaufen und dann bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Und wir sehen uns dann bei einem anderen Let's Play wieder. Bis dann und ciao.